Hi, hier ist wieder der Fabio von Happy Hippocampus. Endlich lasse ich mal wieder was von mir hören. Das neue Jahr ist gestartet und jetzt gibt es auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr Videos dazu, aber gleich. In diesem Video möchte ich einen kurzen Rückblick dir geben, was so bei Happy Hippocampus alles passiert ist und auch einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2024, was wir alles mit Happy Hippocampus vorhaben, was wir geplant haben, wie du auch von den ganzen Inhalten profitieren kannst. Dazu aber später mehr. Vorab wünsche ich dir noch auch wenn es ein bisschen verspätet kommt, noch ein tolles neues Jahr, dass du ein gesundes, erfüllendes neues Jahr haben wirst, dass du in deinem Studium deine Ziele erreichst, dass du da trotzdem die Motivation behältst und dass du möglichst mit Spaß und Freude lernst und viel Erfolg dann letztendlich auch bei deinen Klausuren, Prüfungen hast. Vielleicht schreibst du dieses Jahr Physikum oder M2 oder hast größere Klausur vor dir stehen. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und versuche dir hier mit dem Kanal, mit unserem Lernpaket wirklich dich auch da ein Stück weit zu begleiten und zu helfen und dir das Leben einfach beim Lernen leichter zu machen. Und zu Beginn möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, bei euch, bei unserer so netten und tollen Community von Happy Hippocampus bedanken. Ich bekomme eigentlich nur durchweg positives Feedback, nette Nachrichten. Auf alle Fälle vielen, vielen Dank dafür für euer Feedback, für eure ganze Unterstützung. Und egal, ob ihr hier das YouTube-Video liked oder unseren Kanal teilt oder uns bei Instagram folgt oder vielleicht auch unser Lernpaket nutzt, ihr unterstützt uns. Ich lese auch jeden Kommentar, jedes Feedback. Und vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht möglich. Und nochmal herzliches Dankeschön, dass du hier bist, dass du auch eben zum Beispiel dieses Video schaust. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es ist echt der Hammer. Und vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, für euer Feedback. Ich gebe das ganze Feedback auch unserem Team weiter. Wir sind ja immer am Wachsen und sind ein kleines Team, die echt wirklich, und da auch nochmal ein Dankeschön ans Happy Hippocampus Team, die ihr Herzblut reingeben, ihre Zeit investieren, um euch beim Lernen mit Gedächtnispalästen, Merkvideos und so weiter zu helfen. Und ich gebe auch euer Feedback immer ans Team weiter, weil die einfach auch einen sehr, sehr großen Teil eben an Arbeit und Zeit eben reinstecken und eben großer, großer Teil von Happy Hippocampus sind und eben nicht vor der Kamera, wie ich jetzt zu sehen sind. Und das wollte ich dir noch sagen, dass auch das Feedback, das an mich gerichtet ist, natürlich auch unser Team dann erreicht. Ja, wenn ich zurückschaue aufs letzte Jahr, was war alles los, was haben wir bei Happy Hippocampus gemacht? Ein Punkt, ich habe es gerade schon angesprochen, unser Team ist gewachsen, wir werden immer mehr Leute, die im Videoschnitt arbeiten, bei der Vertonung, beim Drehbuchschreiben und so weiter. Also das war ein großer Punkt, dass wir einfach auch bezüglich Team gewachsen sind. Und das ist auch dieses Jahr wieder ein Anspruch an uns, dass wir einfach noch schneller, noch mehr Gedächtnispaläste, Merkvideos für dich und euch produzieren können. Und um dir dann einfach beim Lernen Zeit und Nerven zu sparen. Und das ist auf jeden Fall, da komme ich aber später auch nochmal dazu, was dich da inhaltstechnisch erwartet, auf jeden Fall ein Schwerpunkt, wirklich das Produzieren von weiteren Videos, ob es YouTube-Videos wie hier sind oder eben Gedächtnispaläste, Merkvideos, die zum Teil hier veröffentlicht werden oder eben in unserem Lernpaket. Was war noch? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben auch schon länger jetzt eine Kooperation mit Team oder Via Medici am Laufen. Und falls du es noch nicht weißt, du kannst unsere Merkvideos dir auch auf Via Medici einblenden lassen, beziehungsweise auch über Via Medici erwerben. Und kannst dann wirklich bei denen in der Plattform dir an entsprechenden Stellen dann unsere Merkvideos auch einblenden lassen und dann lernen mit Via Medici und eben auch unseren Gedächtnispalästen und Merkvideos. Da war eben, und das wollte ich dir noch mitteilen, vielleicht hast du es auch gesehen, Via Medici oder Teamer hat ja ihre Erstitüden, die du an verschiedenen Unis, an Orten dir holen konntest. Vielleicht hast du ja auch eine geholt. Das war auch cool, weil da tausende Studierende eben diese Erstitüden bekommen. Und da, weil wir eben mit Team oder Via Medici kooperieren, durften wir da auch Inhalte reintun, durften Flyer reinpacken und auch, vielleicht hast du es auch schon selbst gespielt, wir haben Stadtland Fußspiel entwickelt. Das war zum Beispiel auch drinnen zum Spielen und so weiter. Schreib es gerne mal in die Kommentare, ob du schon gespielt hast und wie du es gefunden hast. Auf jeden Fall, das war auch ganz cool, weil dadurch dann auch einige Studierende auf uns aufmerksam geworden sind und war ganz cool, dass wir da mit in den Team-Erstitüden waren. Ja, Thema Erstitüden. Wir hatten natürlich auch wieder, das ist schon Tradition, unsere eigene Online-Erstitüde, die man sich einfach online herunterladen kann, was auch wieder mega, mega gut bei euch angekommen ist. Gibt es immer zweimal, auch dann nächstes Jahr. Zum Downloaden gibt es Gutscheincodes, weitere Lerntipps, Inhalte von anderen Kooperationspartnern und so weiter. Also das war auch eine coole Sache, kommt immer sehr gut bei euch an und wird immer sehr, sehr viel heruntergeladen. Und falls du sagst, oh, du weißt gar nicht, von was ich spreche, halt einfach die Augen und Ohren auf Instagram oder hier offen, dann erfährst du auf jeden Fall auch nächstes Jahr dann oder dieses Jahr dann, wann es die wieder gibt und wo du sie bekommst. Außerdem Ende des Jahres Advent, es gab auch wieder unseren Online-Adventskalender,
wo man online quasi auch einzelne Türchen öffnen konnte und sich da Lerntipps von mir holen konnte. Gab auch verschiedene Videos, Verlinkungen hier auf verschiedene Videos auf unserem YouTube-Kanal und so weiter. Habt ihr versucht, da so ja querbeet mal verschiedene Lerntechniken auch mit auf den Weg zu geben. Vielleicht hast du es auch gesehen. Diesen Adventskalender wird es nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder geben. Ja, was auch noch sehr, sehr erfreulich war und da auch nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben hier mit diesem YouTube-Kanal mittlerweile über 1 Million Aufrufe auf unseren ganzen ja, Videos. Und es ist eine krasse Zahl, wenn man das vor ein paar Jahren, als wir den YouTube-Kanal gestartet hätten, ja, uns überlegt oder gesagt, boah, irgendwann haben wir über 1 Million unsere Videos aufgerufen, war das sehr utopisch. Und, ja, und umso mehr freut es uns und mich, ja, dass die Videos bei euch so gut ankommen. Und wir haben sogar ein Video, hat sogar die 100.000 Aufrufe geknackt, unser Plexus Brachialis Video. Ich kann es dir gerne mal hier oben verlinken. Kannst dir auch mal anschauen, falls du es noch nicht kennst. Eines der oder das beliebteste Video eigentlich auf unserem YouTube-Kanal. Schaust du auch gerne an, wenn du vielleicht den Plexus noch nicht lernen musst. Dann siehst du schon mal ein Beispiel, wie das mit den Gedächtnispalästen funktionieren kann. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Ob ihr abonniert, das Glöckchen aktiviert, kannst du gleich tun, falls du es noch nicht gemacht hast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auch auf YouTube. Mega, mega cool. Vielen Dank. Dann, was auch noch richtig, richtig cool war, du kennst es wahrscheinlich schon oder darüber kennen uns auch die meisten über unser Online-Lernpaket. Es haben mittlerweile mehrere tausend Leute damit gelernt, haben sich's geholt und damit erfolgreich ihre Prüfungen, Physikum und so weiter bestanden. Also auch vielen, vielen Dank dafür, weil damit finanzieren wir natürlich auch alles um Happy Hippocampus herum, dass es eben solche Videos wie das gibt oder kostenlose Gedächtnispaläste hier auf YouTube. Ist auch eine krasse Zahl und sehr beeindruckend, wie viele sich das einfach übers Jahr holen. Und falls du nicht weißt, wovon ich rede, schau dir einfach mal ja unsere Homepage, die Seite dazu an, da findest du dann alle weiteren Infos. Ja, was war noch los? Wir haben weitere Gedächtnispaläste und Merkvideos zum Beispiel zum Plexus Lumbalis produziert. Da wird es in diesem Jahr auch zum Plexus Lumbalis die weiteren Videos noch geben. Zum Plexus Sacralis wird es weitere Videos geben. Es wird auch bald die ersten Hirnnerven geben. Und dazu komme ich gleich auch noch einiges zu den Muskeln. Wie gesagt, da aber gleich mehr dazu. Es gab außerdem weitere Videos, zum Beispiel zur Arteria iliaca interna, externa, zur Arteria iliaca communis. Das Video kam ja jetzt erst vor kurzem raus. Also es gab viele, viele neue Gedächtnispaläste. Und wie vorhin schon angesprochen, auch dieses Jahr wird es wieder einige neue Videos geben. Du kannst gerne mal schreiben, welcher Gedächtnispalast, welches Merkvideo dir am besten gefallen hat. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ja, dann, was erwartet dich jetzt im neuen Jahr, im Jahr 2024? Es wird viele neue Sachen geben. Manche, da kann ich auch noch gar nicht so genau drüber sprechen. Aber wie schon angedeutet, es wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt darauf liegen, dass wir mehr, schneller Merkvideos produzieren. Eben auch unter anderem mit dem Schwerpunkt auf Muskeln. Ja, falls du also noch Muskeln lernen musst, wird einiges auf dich zukommen. Und es wird, das kann ich schon mal anteasern, unseren Happy Muscle Beach geben, wo dann die ganzen Gedächtnispaläste an Stränden und so weiter, an solchen Locations, ja, stattfinden werden, was auch cool ist, wenn man lernt und eigentlich in einer, ja, sehr angenehmen und entspannten Atmosphäre dann, ja, sich die Videos anschauen kann. Ja, und das war persönlich auch ein Highlight von mir im letzten Jahr. Du hast vielleicht über Instagram mitbekommen, dass ich in Neuseeland war, zum Teil, ja, privat, zum Teil eben mit Happy Hippocampus, wo ich eben sehr, sehr viele Videos und Gedächtnispaläste und Locations für eben unseren Happy Muscle Beach abgefilmt habe. Wie gesagt, die Videos kommen dann in diesem Jahr teilweise und ja, auf die kannst du dich dann auf jeden Fall schon freuen. Ja, ein Highlight wird dieses Jahr auch wieder unser Teamtreffen sein, wo wir uns endlich wieder mal alle persönlich ja treffen werden. Du hast vielleicht auch schon mitbekommen, wir sind eigentlich arbeiten komplett ortsunabhängig von Happy Hippocampus. Manche ja arbeiten jetzt schon länger ja, mit bei Happy Hippocampus und habe noch nie wirklich persönlich getroffen. Deswegen, das ist auch immer ganz cool, wenn man ja dann alle das ganze Team vor Ort einfach mal trifft und sich austauschen kann, Spaß hat. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon richtig drauf. Ja, außerdem wird es auch dieses Jahr wieder unseren Online-Lern-Workshop geben, entweder ein- oder zweimal im Jahr. Es wird wieder unsere Online-Erste-Tage kommen, eigentlich alle Events, die es letztes Jahr auch gab. Das erfährst du dann aber entweder auch über Instagram oder hier über YouTube und ja, da stehen auf jeden Fall auch einige Events bevor. Ja, ansonsten, das habe ich gerade schon gesagt, ein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, dass wir einfach noch schneller, noch mehr Merkvideos, Gedächtnispaläste produzieren. Und das betrifft dich jetzt wahrscheinlich auch ganz besonders, weil du eben hier jetzt schon auf YouTube auf unserem Kanal gelandet bist, dass wieder in regelmäßigen Abständen hier einfach ja Videos für dich produziere. Ich habe auch mir überlegt, vielleicht Reaction-Videos zu machen zu anderen Kanälen, zu anderen Lerninhalten und so weiter. Falls du sonst Vorschläge hast für Happy Hippocampus allgemein, für Videos hier auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, was ich mal ansprechen soll, ob das Themen sind oder mal
was auch immer. Wenn du Ideen, Vorschläge hast, schreib das gerne in die Kommentare. Dann ja, gehe ich gern drauf ein, setze vielleicht dann auch manches um und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich von dir höre. Ansonsten, ich wünsche dir ein tolles Jahr 2024 und wir sehen uns dann im nächsten Video und vielleicht dann schon zum ersten Gedächtnispalast zu den Muskeln. Bis dahin, mach's gut. Ciao.